Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Project Pan. Ich hoffe, es ist nicht zu hell hier, sodass ihr mein Gesicht sehen könnt und nicht zu laut dort, weil nämlich die Waschmaschine läuft. Ich habe mir gerade ein ziemlich schlechtes Timing ausgesucht, glaube ich. Aber ich habe jetzt gerade Zeit für das Project Pan, weil eigentlich wollten wir jetzt essen, aber mein Freund musste noch kurz weg zu seinen Eltern. Deswegen muss ich die Zeit irgendwie überbrücken. Und ich dachte mir, warum nicht einfach schnell jetzt das Video drehen? So, ich habe mir alles schon bereitgestellt. Ich habe meine neue Liste geschrieben, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Die alte Seite war dann doch etwas voll. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, als erstes habe ich hier das Putensteak-Gewürz stehen. Da hatten wir letztes Mal 98 Gramm. Jetzt muss ich wieder rechnen. Oh. Okay, ich konnte gerade irgendwie nicht rechnen. Also 94 Gramm, das heißt minus 4 Gramm. Ich dachte mir nämlich, ich habe das doch verwendet. Okay, minus 4 Gramm. Das nächste ist das Pommessalz, unser altbekannter Begleiter. Ich glaube, das ist schon von Anfang an dabei. Da sind wir bei, also letztes Mal hatten wir 172 und jetzt sind wir dann bei 198, 100. 95, 165. 165, das heißt minus 7 Gramm. Sehr schön. Das benutze ich mittlerweile auch echt gerne als Salzersatz, weil ich ja weiß, dass ich es aufbrauchen will. Und dann passt es zu manchen Gerichten auch ganz gut anstatt von Salz. Anstatt Salz. So, als nächstes hatte ich den Feigensenf und wir wollten den letztens essen. Und ich habe auch extra Camembert dafür gekauft und dann haben wir ihn aufgemacht. Ich bin mir sehr sicher, dass ich dieses Glas noch nicht vorher geöffnet hatte, aber es war verschimmelt. Deswegen musste ich den Feigensenf leider wegschmeißen. Leider, leider. Ich hätte den gerne genutzt für, wie gesagt, um ihn auf Camembert zu streichen oder so. Und ich musste mir jetzt auch, weil mir es eben erst wieder eingefallen ist, dass ich den da wegschmeißen musste, schnell eine Alternative suchen. Ich habe ja noch ein paar Kürbiskerne. Die sind zwar echt nicht viele, aber ich benutze die so selten. Die sind bestimmt schon auch 2-3 Jahre hier so in diesem Glas drin und werden nicht angerührt. Und selbst wenn die nächstes Mal direkt weg sind, dann sind sie jetzt endlich mal weg. Ich weiß, Kürbiskerne sind gesund und ich kann die auch zum Brotbacken oder so verwenden. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Aber ich habe die einfach nie angerührt, weil ich auch irgendwie nicht so der Riesenfan von Kürbiskernen bin. Ich habe auch mal was mit Sonnenblumenkernen gemacht, aber irgendwie sind die hier trotzdem schon ewig da. Deswegen kommen die jetzt mal auf die Liste. So, das sind, ich weiß jetzt nicht, wie viel so eine Flasche wiegt, 354 Gramm. 354 mit Glas. Im besten Fall sind die nächstes Mal einfach schon weg, dann suche ich mir bis dahin was anderes, aber ich musste jetzt ja kurzfristig was finden, deswegen habe ich die jetzt mit drauf genommen. So, die Olivenpaste, da bin ich mir sehr sicher, dass ich die nicht benutzt habe oder einmal benutzt habe, auf jeden Fall nicht oft. Da hatten wir letztes Mal 330 Gramm. Oh ja, es sind 301. Also minus 29 Gramm, dann habe ich die tatsächlich mal benutzt. Braves Sternchen. Ich glaube, ich habe sie irgendwie zum Kochen mit benutzt. Fällt mir gerade ein, das könnte ich in mein jetziges Gericht auch noch mit reinmachen. Moment, dann kommt da noch was weg. Trick 17. Ich habe gerade was auf dem Herd stehen. Wie gesagt, ich habe gekocht und wir konnten noch nicht essen. Das habe ich tatsächlich auch abgedreht für euch. Also, weiß noch nicht genau, wann es kommt, aber das mit dem schwarzen, mit der Olivenpaste ist da jetzt halt nicht mehr dabei, weil das Video ist eigentlich schon fertig. Aber denkt es euch dazu, wenn ihr das Video seht. Also korrigiere ich jetzt nochmal. Ich glaube nämlich, als ich das letzte Mal gekocht habe, habe ich die auch reingemacht. Dann sind wir bei 278 Gramm. Und dann sind das, jetzt muss ich das nochmal schreiben, 278, dann sind das minus 52 Gramm.
Das ist doch mal erfolgreich. Hallo Coco. Als nächstes habe ich die Currysoße. Die gießt bitte nicht in diese Richtung, da sind Kerzen. Das waren 269 Gramm. Ich glaube, die habe ich nicht benutzt. Ah doch, 243. Das sind minus 26 Gramm. Sehr schön. Next ist der Dijon-Senf. Ich glaube, den habe ich benutzt. Den habe ich nämlich schön zusammengefaltet hier. Wie ihr seht, das waren 74 Gramm. 68. Also minus 6 Gramm. Er wird langsam, aber er wird. Das Topping. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil ich habe quasi kein Joghurt gegessen diesen Monat. Vielleicht am Anfang des Monats, da muss ich jetzt mal schauen. Das waren 224 Gramm, es könnte gut sein, dass da nichts weg ist. Ja, das sind noch 224 Gramm. Leider plus minus null. Schade. Das Bratpulver habe ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht benutzt. Ich habe es zwar extra in mein Ölfach gestellt, weil da hole ich ja normalerweise das Öl raus, wenn ich was anbrate. Aber dadurch, dass es so einen bestimmten Geschmack hat, Smoky Barbecue, und das halt nicht zu allem Essen passt oder zumindest zu dem nicht gepasst hat, was ich in letzter Zeit gekocht habe, habe ich das, glaube ich, gar nicht benutzt. Magst du den Geruch, Coco? Na, geh mal da weg, bitte. Bitte nicht. Immer das Gleiche mit diesen Katzen. So, das waren 199. Es sind noch 199. Plus, minus, null. Leider. Die Mandelcreme. Hier kann ich einen Erfolg verzeichnen. Ihr seht, ich habe nur ein Glas. Ich werde es jetzt aber mal kurz mit beiden wiegen. Hier ist das Glas noch, das ich leer gemacht habe. 402 Gramm. Das heißt, ich habe 63 Gramm aufgebraucht. Das waren nämlich 465 minus 63 Gramm. Und ich schreibe jetzt das neue Gewicht mit nur einem Glas auf. Das sind nämlich 255 Gramm. So, auch hier langsam, aber es wird. Von diesen Gläsern habe ich ja noch 5 oder 6, auch mit anderen Sorten. Gehst mir echt auf den Keks, Katze. Möchtest du bitte mal kurz hier unten bleiben? Schwupps. Also 255 und zu guter Letzt haben wir hier noch den Ingwer-Shot. Den habe ich ab und zu mal zum Kochen benutzt, aber ich glaube, viel ist nicht weg. Das waren 311, 291, also minus 20 Gramm, na immerhin. Okay, gut, also es ist tatsächlich besser gelaufen, als ich jetzt dachte. Als ich die Sachen gerade auf den Tisch geräumt habe, habe ich gedacht, oh, das habe ich nicht benutzt, da bin ich mir nicht sicher. Aber es waren jetzt doch nur zwei Sachen, bei denen nichts weggegangen ist. Und ja, schauen wir mal, wie der Mai läuft. Ich war ja jetzt im April eine Woche nicht da. Das heißt, dafür ist es eigentlich erst recht gut gelaufen. Ich muss jetzt schauen, dass ich vielleicht ein bisschen Joghurt wieder esse, dass ich dieses Topping wegkriege. Es macht mich halt irgendwie einfach gar nicht an, aber ich will es auch nicht wegschmeißen. Verschenken ist auch schwierig, weil es schon abgelaufen ist. Also ja, ich gucke jetzt einfach, dass ich es aufbrauche und dann wird das schon. Was die Einkaufsangelegenheit angeht, also ich habe jetzt für den Mai noch nicht eingekauft. Ich habe mir aber überlegt, eigentlich gibt es ja so ein paar Sachen, die ich eigentlich immer brauche. Ich brauche immer Mehl, wenn ich mal Brot backe, was in letzter Zeit öfter vorgekommen ist. Gehackte Tomaten und passierte Tomaten sollte ich immer da haben. Meine Gewürze sowieso. Kichererbsen sollte ich in letzter Zeit immer da haben, weil ich benutze ich gerne zum Kochen oder Tofu. Das habe ich aber auch schon seit ich den Großeinkauf mache immer im größeren Maße gekauft, dass ich das da habe. Was zum Brot belegen sollte ich immer da haben, sowohl für mich als auch für meinen Freund. Also so ein paar Sachen, die ich eigentlich regelmäßig benutze, die werde ich jetzt mal einkaufen. Plus halt spezielle Sachen, zum Beispiel ist jetzt mein, weil ich das nicht zu Lebensmitteln zählen kann, aber mein Soda-Stream-Zylinder ist jetzt leer gegangen, da muss ich einen neuen kaufen. Dann wird auch mal was leer, wie zum Beispiel mache ich mir gerne statt Chips, von denen ich ja versuche ein bisschen loszukommen, gerne selbst Popcorn und dafür brauche ich jetzt wieder Popcorn-Mais. Das würze ich mir dann gerne selber, also ich mag Popcorn lieber herzhaft als süß. Und dann mache ich da gerne so ein bisschen Salz, ein bisschen Paprika-Gewürz, ein bisschen was Scharfes.
Und dann ist es für mich eigentlich ein super Ersatz für Chips. Und nicht ganz so ungesund, hoffe ich. Obst und Gemüse kaufe ich sowieso meistens frisch. Also gerade Obst hält sich ja auch nicht so mega lange. Und ich gucke einfach, dass ich so ein bisschen was an Vorrat habe, womit ich immer improvisieren kann. Das, was ich heute jetzt gekocht habe, zum Beispiel, war auch relativ improvisiert. Also Nudeln, dass ich immer Nudeln zu Hause habe, immer Reis zu Hause habe. So ein bisschen was Käsiges, also so ein Feta oder Mozzarella, dass ich da immer mal was da habe. Und ja, so ein paar Sachen haben sich jetzt über die letzten Monate rauskristallisiert, die ich immer zu Hause haben sollte, weil ich halt auch gerne spontan was damit mache, wenn ich gerade keine Lust auf die Sachen habe, die ich mir eigentlich vorgenommen habe zu kochen. Und natürlich gibt es ab und zu mal so Sachen, wo ich denke, oh, jetzt hätte ich echt mal wieder Bock auf Lasagne. Und da muss ich dann halt schon für meinen Freund das Hackfleisch frisch kaufen. Nudelplatten habe ich nicht immer zu Hause. Die Champignons, die ich für diese zweite Soße brauche, habe ich dann frisch gekauft. Aber sowas wie die Tomaten für die Soße, die passierten Tomaten oder mein Sojagranulat für meine Lasagne. Sowas habe ich dann halt immer da und dann muss ich nur, wenn ich wirklich speziell was kochen will, nochmal einkaufen. Und gerade wenn es sowas ist wie Lasagne, das mache ich ja auch nicht spontan, weil dafür brauche ich echt Zeit. Von dem her glaube ich, dass das vielleicht gar nicht so eine schlechte Strategie ist, einfach die Sachen, die ich oft brauche, immer zu Hause zu haben. Gerade wenn es Sachen sind, die sich länger halten, wie jetzt zum Beispiel meine Konserven, also die Kichererbsen oder die Tomaten oder so. Kokosmilch habe ich auch immer ein, zwei Dosen da, falls ich mal irgendwie was in Richtung Curry machen möchte. Passt dann auch gut mit dem Tofu zusammen und dem Reis. Ja, genau. Also ich gucke jetzt einfach, dass ich nach und nach immer mehr herausfinde, was brauche ich tatsächlich an Vorrat, wie viel sollte ich davon immer da haben, dass es für einen Monat reicht. Und dann fülle ich einfach immer am Anfang des Monats das auf, was ich im letzten Monat verbraucht habe. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich immer zu Hause habt. Vielleicht ist da das ein oder andere dabei, wo ich mir denke, ah ja, stimmt, darauf sollte ich eigentlich auch noch achten. Also da können wir uns gerne mal ein bisschen austauschen. Genau, eine andere Sache noch. Wir hatten ja, oder ihr hattet ja quasi festgelegt, dass ich mich nicht immer rechtfertigen soll, wenn ich meine Videos mache oder wenn mal ein Video nicht kommt eine Woche. Und da habt ihr natürlich auch recht. Das muss ja nicht sein. Auf der anderen Seite wurde ich jetzt zum Beispiel beim letzten Video auch darauf hingewiesen, dass ich mich ja schon wieder gerechtfertigt hätte, dass eine Woche kein Video gekommen sei. Und da muss ich jetzt aber sagen, finde ich eigentlich nicht. Also ihr könnt euch das Video gerne nochmal angucken. Das ist ja das Letzte, was vor diesem Video gepostet wurde. Ich dachte eigentlich, ich hätte mich da nur erklärt. Also ich mache da schon einen Unterschied zwischen, ich rechtfertige mich für etwas, weil ich denke, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, oder ich erkläre die Situation, warum war denn jetzt gerade diese Woche kein Video da? Und in dem Fall hatte ich tatsächlich eigentlich gedacht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich hatte gedacht, ich habe einfach nur erklärt, okay, die letzte Woche war ich im Urlaub und dann war dies und war das und deswegen konnte ich leider kein Video posten. Punkt. Gerechtfertigt wäre es in meinen Augen gewesen, wenn ich gesagt hätte, es tut mir so leid und es war ja so schlimm, aber es ging nicht, weil und so weiter. Könnt ihr mir gerne auch da mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch einen Unterschied macht oder ob es für euch das Gleiche ist, weil irgendwie würde ich euch schon gerne nicht ganz im Unklaren lassen, wenn ein Video kommt oder warum keins kommt oder so. Also so ein bisschen transparent möchte ich da ja schon sein. Aber ich möchte euch auch nicht auf die Nerven gehen. Also schreibt mir gerne eure Meinung dazu auch in die Kommentare. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das war das Project Pan für den Mai schon wieder. Und ich freue mich darauf, die Produkte im nächsten Monat auch wieder anzugehen. Vor allem das Bratpulver muss ich jetzt mal angehen. Ich glaube, ich muss mir das ein Präsenter neben den Herd stellen oder so, damit es auch mal wegkommt. Und das Ingwerpulver wird hoffentlich auch ein bisschen dezimiert. Und bei den anderen Sachen bin ich ja ganz okay dabei. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns fröhlich in den Mai starten. Ich habe so ein paar Sachen geplant auf diesem Kanal für den Monat. Bin mal gespannt, ob ich alles umsetzen kann. Wir werden sehen. Es wird, wenn es klappt, auch wieder ein bisschen kulinarischer mal. Wir hatten ja schon lange keine Sternchenküche-Video mehr.
Und eigentlich würde ich das auch gerne ab und zu mal wieder machen. Und ja, schauen wir mal, wie es klappt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Monat mit euch und hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!